Stadtwerkstatt 48 Mindless. Quasi-Kunst findet heuer in der Werkstatt statt, also in der Werkstatt der Stadtwerkstatt und inkludiert drei Projekte. Das eine ist mein eigenes Projekt, das heißt Iceberg The Entity und ist ein 48-Stunden-Meltdown eines größeren Eisblocks. Das zweite Projekt ist von Lisa Spalt, das ist eine Textinstallation, die heißt Enter the Net, Get a Passport for the Cold Land. Und die dritte Performance-Installation ist von der Gruppe Haus, die heißt The Robot is Present. Und alles in allem läuft eben unter dem Begriff Quasi-Kunst. Vielleicht kurz zu diesem Begriff. Also ich beschäftige mich schon mehrere Jahre mit diesem Begriff. Er ist irgendwie zu mir gekommen, als Begriff, der mir sinnvoll vorgekommen ist oder wo ich irgendwie Potenzial drinnen gesehen habe, um künstlerische Arbeiten zu machen, also eigene künstlerische Arbeiten und auch einen theoretischen Research mitzunehmen. Und habe dann auch in der Theorie also diesen Ansatz wiedergefunden und auch erstaunlicherweise die Quasi-Objekte, die wahrscheinlich mehreren Menschen bekannt sind, die sich mit Theorie beschäftigen. Es gibt übrigens auch eine Internetseite, die heißt quasikunst.at, da kann man dann mehr nachlesen. Ich sage kurz zum Zugang heuer, diese drei Projekte, die da stattfinden, sind sehr gegensätzlich, um nicht zu sagen widersprüchlich. Und ein Slogan oder so ein Motto oder eine Beschlagwortung ist nicht nur Erhöhung oder Darstellung von Komplexität, sondern Erhöhung von Widerspruch. Was zu diesem ganzen performativ-systemischen Research passt. Also es ist da zum Beispiel ein Eisblock, muss ich sagen, installiert, der als Entität hier definiert ist und hier vor sich hinschmilzt. Der steht für ein abgeschlossenes System, wie sehr gegensätzlich so ein seriell kommerzieller Roboter, der an sich nicht die Attraktion ist, der im Gegensatz schon sehr kommerziell ist, aber hier in einem speziellen Zugang dargestellt wird von dieser Präsenz, Thematik Präsenz. Und das Setting ist deswegen entstanden, weil man eben sehr gegensätzliche und auch widersprüchliche Repräsentationen, also ich wollte die so ausstellen, also weil im Sinne von unzugänglichen Systemen, unzugänglichen Entitäten, mit denen man sich auseinandersetzen muss, mehr oder weniger, weil sie einem mehr oder weniger ständig unterkommen oder wahrscheinlich in Zukunft noch mehr unterkommen werden. Ja, yeah, that's quasi Kunst.